Herzlich willkommen im Casino am Schwarzenbergplatz. Im Februar 2017 ist die Volksoper erstmals an dieser Spielstätte, die ja eigentlich zum Burgtheater gehört, zu Gast. Im Festsaal in der Belle Etage dieses prachtvollen Ringstraßenpalais ist ein Theaterraum untergebracht, der gut 200 Zuschauern Platz bietet. Ein idealer Raum, um Musiktheater des 21. Jahrhunderts zu präsentieren. Den Auftakt macht Manfred Trojans Oper Limonen aus Sizilien. Regie führt die deutsche Regisseurin Mascha Pörzgen in Bühnen- und Kostümbildern von Dietlind Konold. Die musikalische Leitung liegt in den Händen von Gerrit Prisnitz. Die Musik von Manfred Trojan zeichnet sich durch eine sehr bildgewaltige Klangsprache aus, kann man sagen. Sie illustriert stark und plastisch das Geschehen auf der Bühne. Sie spricht den Hörer tatsächlich direkt an und nimmt ihn mit ins Geschehen des Stücks. Es ist ein etwa 70-minütiges Werk, in dem drei kurze, kraftvolle Episoden erzählt werden. Ich würde die Kreise enger ziehen. Immer enger, wie ein Schraubstock, der sich wunderfällig schließt. Der erste Teil, der Schraubstock, ist eine dramatische Dreiecksgeschichte zwischen einer Frau und zwei Männern. Ihr Ehemann verwickelt sie in ein verdecktes Verhör und treibt sie dabei mehr und mehr in die Enge. Er zerquetscht sie geradezu in seinem verbalen Schraubstock, bis ihr nur noch ein verzweifelter Ausweg bleibt. Der zweite Teil, Limonen aus Sizilien, war titelgebend für das gesamte Werk. Die Limonen ziehen sich als Motiv durch das ganze Stück. Ein Sinnbild für die Heimat, für die Vergangenheit, die uns ihren Stempel aufdrückt. Micuccio Fabbri, der inzwischen erwachsen gewordene Sohn des Ehepaares aus der ersten Geschichte, möchte seine Jugendliebe Teresina wiedersehen. Sie ist eine Operndiva geworden und feiert gerade eine wichtige Premiere. Aber Micuccio wird zuerst gar nicht zu ihr vorgelassen. Als es endlich doch zum Wiedersehen kommt, wartet eine bittere Enttäuschung auf ihn. Die einst so vertraute Person ist eine Fremde geworden. Im dritten Teil mit dem Titel Eine Freundschaft ist Micuccio alt. Es heißt, er werde sterben. Seine Schwester Carolina pflegt ihn. Sein bester Freund Alberto Serra kommt ihn besuchen. Doch ausgerechnet diesen möchte er nicht sehen. Stattdessen verlangt er nach anderen Personen, die in seinem Leben eine Rolle gespielt haben. Alberto schlüpft nach und nach in die Rollen all derer, die Micuccio noch zu sehen wünscht. Teresina, komm gleich! Haben Sie die Noten? Welche Noten? Ist es jetzt? Sind Sie endlich fertig geworden? Ja, nein, Micuccio, vielleicht noch nicht. Und Micuccio verlangt auch nach Albertos Vater, dem Notar der Familie, der Liebhaber seiner Mutter im ersten Teil der Oper war. Am Ende erfährt Alberto ein großes Geheimnis Micuccios und das Stück erhält eine bitterböse Pointe. Der Schraubstock des ersten Teils schließt sich nun ganz.